Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht's, ich bin wieder im Bunker in meinem Home Gym und ihr wisst, glaube ich, was jetzt ansteht. Training, aber nicht so wie sonst immer, denn ich habe jetzt gerade schon fett Schulterarme trainiert. Aber ich habe mir gedacht, lass uns mal einfach ein Workout vom lieben Sascha Huber machen. Nehmen wir an, die meisten wissen es nicht. Meine Anfänge waren komplett nur Sascha Huber Workouts. Also ich habe täglich eine Menge Sascha Huber Workouts gemacht und das waren wirklich meine Anfänge. Erst danach kam es dann mit freien Gewichten und alles. Und ich habe mir gedacht, er hat ein neues Sixpack Workout rausgebracht. Ist jetzt, glaube ich, schon sogar einen Monat online. Egal, ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es geht 12 Minuten und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich zerstöre mich, steht auch dran, extreme Zerstörung. Also mal gucken, wie es so wird. Also, let's go! Sascha Huber ist immer komplett motiviert. Sehr gut kennenlernen. Und das fällt auf jeden Fall in seinen Workouts. Wir achten jetzt ganz einfach. Also falls ihr Anfänger seid und noch nicht wirklich viel Ahnung habt, gönnt euch seine Videos. Er erklärt alles perfekt und auch die Workouts sind perfekt für den Anfang, auch Gefühl für seinen eigenen Körper zu kriegen. Also wirkliche Empfehlung, macht seine Workouts. Deswegen Hüftbeuger etwas weniger belasten. Und Freunde, ich will jetzt keine Ausreden mehr hören, denn wir brauchen dieses Workout nicht außer uns selbst. Macht dieses Workout ganz einfach jeden zweiten Tag, entweder alleine oder anschließend nach einem anderen Workout. Er redet sehr gerne. Da packe ich euch wie immer keine einzige YouTube-Werbeunterbrechung in das Workout. Die zweite Ausrede ist jetzt offiziell vorbei. Also lasst uns jetzt für einen fitten, ästhetischen, aber vor allem auch gesunden Körper gemeinsam eskalieren. Auf jeden Fall. Auf geht's. Wie gesagt, ich weiß nicht, womit er startet und wie es ist. Hab's noch nie gemacht. So Freunde, und wir starten auch schon direkt los mit der ersten Übung. Und zwar, wir rollen uns nach links ein, das heißt, wir bringen die Knie zu unserer linken Schulter. I can feel the power, I can feel the power. Yeah, money, that is time and hour. Time and hour. Wir machen uns so klein wie möglich. Das geht doch sehr entspannt. Und wir rollen uns direkt nach rechts ein. Knie und rechte Schulter. When I do, I can never get no sleep. So I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'm beginning, I'ma get it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill a dog, I'ma play it all. Cause I get it, I'ma get it, man, I just need it. Tell these guys they take it, beat it. I'ma get it, I'ma grab it, man, take it, I'ma see it. I'ma make it mine, I'ma see it. Und jetzt bringen wir unsere Hüfte kontrolliert hier nach oben, halten 2 Sekunden. Und gehen langsam wieder nach unten und direkt wieder nach oben. Oben kurz halten. Und jetzt gehen wir nach oben, boxen zweimal und wieder nach unten. Wenn es schnellst, können Sie hier
ausstrecken. Und jetzt berühren unsere Finger, unsere Zehenspitzen. Auf geht's! Let's go! Das gleiche nochmal, nur
Bewegung machen, das Knie zum Ellbogen senken. Oh, meine Schulter! Scheiße! Oh. Man muss sagen, wir fallen die explosiven Übungen, die gerade wie zuvor, ein bisschen schwerer als die anderen. Sonst kann ich nur nicht sagen, Oberkörper so klein wie möglich nach oben geben, schön hier die Beine nach vorne geben, nicht den komplett anziehen. Sonst würde ich sagen, kann ich relativ gut mithalten, nur die explosiven Übungen. Okay, also jetzt, wir setzen uns jetzt auf, und zwar, jetzt strecken wir die Arme und die Beine folgen im 45 Grad Winkel nach oben, lasst uns etwas zurückfallen und halten jetzt diese Position. Schön die Übung. Die brennt wirklich. Bin ich auf, und jetzt kommt zu natürlich Mountainclimbers. Ist ja gleich schon fertig. Bring mir die Knie, nimm mal gerade. Tut gut. Oh, das stinkt. Wandert nach oben. Richtig geile Übung nach dem Sixpack-Workout. Wir öffnen unsere Knie gegen die Giant-Pose. Unsere großen Zehen berühren sich. Wir greifen etwas weiter nach vorne, Freunde, und lassen uns jetzt nach hinten fallen. So, so. Stehen für den Himmel. Ja, und das war's auch schon mit dem Workout. Man muss sagen, ich habe jetzt in den 12 Minuten so viel geschwitzt wie in den ganzen Training davor nicht, aber ist ja klar, ist ja viel mehr Ausdauer wie jetzt das Krafttraining an sich. Aber richtig geiles Workout, würde ich sagen, von den ganzen Sixpack-Workouts, die Sascha schon gemacht hat. Also ich würde sagen, ich habe so gut wie alle gemacht, weil wie gesagt, es waren meine Anfänge. Ich würde sagen, das ist nicht schwerste, also da hat er schon wirklich krassere rausgehauen. Aber egal, ich spüre ein gutes Brennen. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video jetzt gefallen. Für mich geht es jetzt auf nach Hause, was essen. Ich habe jetzt richtig Hunger. Es waren jetzt fast 3,5 Stunden Training, jetzt noch mit dem ganzen Filmen und alles. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das kurze Video gefallen. Gerne liken, Abo da lassen, kommentieren
Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wie gesagt, Video-Wünsche gerne in die Kommentare schreiben. Oder falls ich mal noch andere Workouts von ihm machen soll. Keine Ahnung, HIIT-Workouts sind ja von ihm auch sehr bekannt. Falls ich mal so eins machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Over and out.